Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Truck Driver. Ja, ich stehe hier am Kraftwerk bei David Zung. Ich wollte hier mal den nächsten Auftrag annehmen. Ich wollte mal schauen, ich könnte mal einen Blick ausmachen. Ich wollte mal schauen, inwiefern das da jetzt gefixt wurde mit den Zeiten. Ja, ich bin da echt mal gespannt, weil die waren ja echt schon knapp, sehr knapp bemessen. Und da ist ja auch letzte Woche irgendwas passiert. Die haben ja da irgendwas gemacht. Und deswegen, ne, müssen wir jetzt mal schauen. Ich werde mich aber auf jeden Fall, was ich machen werde, hier rückwärts hinstellen. Weil, ne, Zeitmission, da sollten wir dann doch mal schauen, was wir da so machen können. So. Ach so, da hinten zählt das hier nicht, okay. Aufträge, eine schnelle Kehrtwende. Ja, dann, ne, würde ich sagen. Schön, dich zu sehen, David hat sich die Lage gebessert. Nein, meine Kryptos sind für immer verloren. Und ich hatte noch was? Nicht den Mut, es mit meiner Frau zu beichten. Durchhalten, Kumpel. Gibt es in der Zwischenzeit etwas, das ich dir abnehmen kann? Ja, gibt es. Könntest du einen Container für mich ausliefern in Baikand? Klar, ich kümmere mich sofort drum. Oh, und ich möchte, dass du ein Paket für mich abholst. Um was für ein Paket geht es? Lass mich es so ausdrücken. Du musst diesen Auftrag absolut vertraulich behandeln. Ja gut, okay, das ist Standard bei uns. Verstanden. Befestige den Anhänger an deinem LKW. 15 Minuten haben wir Zeit. 14 Minuten. Okay, nach Baikand. Jetzt ist die Frage, gehört dieses Paket, was wir da abholen sollen, auch noch mit dazu? Ist jetzt dran. Sieht so aus, ne? Ja, auf geht's. So, zack. Ab auf die Straße. Wobei, hoffentlich komme ich jetzt hier rum. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. So, ab auf die Straße. Ey, Digga, wo ist der Anhänger? Was ist das für eine Scheiße? Ich dachte, er wäre dran. Ich habe nur Dreieck gedrückt. Ja, moin, fängt ja schon gut an. Okay, jetzt hoffe ich noch mehr, dass dieses Paket nicht in diesen 14 Minuten mit drin ist. Weil nach Baikan zu fahren. Ich war zu nah dran, deswegen. Ach, scheiße, ey. Verdammt, ey. Ich hab echt gedacht. Der wäre schon dran gewesen, ey. Oh, das war ja mal wieder. Ja, fing ja wieder richtig geil an, die Folge, ne? Direkt mit einem Fail. Läuft bei mir. Ja gut, egal. Ab nach Baikand. Wir schauen aber trotzdem mal ganz kurz auf die Karte. So, so, so. Dann muss ich. Was? Ach, da muss man da wieder so bekackt drehen, okay. Baikand, alter Schwede, das ist ja bis da unten hin. Ja gut, okay, auf geht's, ne? Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich als Nicht-Berliner sag mal ich. Wie das jetzt sich mit der Zeit hier auswirkt. Ganz ehrlich. Also 12 Minuten sind jetzt schon noch ordentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe mal nicht, dass sie das jetzt so gefixt haben, dass man die Zeiten hat wie bei den anderen Missionen, dass man irgendwie voll ewig lange Zeit hat. Und das quasi zweimal Fähigkeitsstufe wurde erhöht. Du hast Stufe 3 der Fähigkeit Venturfahrer erreicht. Yay! Perlorange kann jetzt im Laden gekauft werden. Yay! Scheiße, jetzt bin ich raus. Also, dass das mit den Zeiten, ne, dass die das jetzt nicht so lange gemacht haben, dass man irgendwie die Strecke quasi zweimal fahren könnte. Wobei, wenn ich jetzt hin und her muss, dann ist es wieder Mist. Dann müssen wir gucken, wie wir es machen. Das ist auf jeden Fall irgendwie. Ja, sehen, werden wir sehen. Ey, Digga, bremst doch nicht so. Alter Schwede, habe ich schon bremsen. Ich sollte mal langsam wieder neue Reifen kaufen. Der war knapp, du. Ich weiß nicht, so manche Autofahrer sind echt mutig, ne? Was es begegnet mit einem LKW angeht. Das habe ich auch diese Woche arbeitstechnisch wieder auf der Autobahn erlebt.
Es hätte auch fast gescheppert. Also nicht bei mir, aber bei einem vorausfahrenden Fahrzeug. Ja, da habe ich mir auch gedacht, wie kann man nur so dämlich vor einen LKW fahren? Also das muss man mal sagen, ich habe selber auch mal in einem LKW gesessen, zwar noch nicht mitgefahren, aber wenn man in einem LKW sitzt und ein Auto unmittelbar vor dem LKW einschert, der sieht den nicht. Der kann den hier da unten gar nicht sehen. Das ist so mies und ja, seitdem habe ich da auch so ein bisschen meine Fahrweise dementsprechend angepasst, dass ich immer genügend. Oh, guck mal an, Leute, es regnet, oder? Es regnet? Die haben Regen reingepackt. Hey! Ja, cool. Gut, die Straße sieht jetzt nicht nass aus oder fühlt sich bis jetzt auch nicht nass an. Alter! Alter, ey, ernsthaft, wirklich, Junge, da ist nicht ein Auto und du schmeißt den Anker raus. Was stimmt bei dir nicht? Jetzt verpiss dich mal da. Meine Fresse. Nicht dem sein Ernst, ey. Wo soll ich denn hier drehen, bitte? Ich drehe jetzt einfach hier. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ehrlich, ey. Du Pfosten, ey. Autofahrer, die Welt nicht braucht, ey. Ich meine, ja, gut, okay. Ich habe mich über den Regen gefreut jetzt hier. Oder was heißt gefreut, aber... Ne? Regen ist drin. Habe ich einen Scheibenwischer? Ich habe keine Ahnung. Aber gut, brauche ich sowieso nicht. Und dann haut der da wieder den Anker raus, ey. Ich breche ins Essen, ehrlich. Na egal, wovon war ich denn jetzt so mit 10? Achso, wie gesagt, also da habe ich meine Fahrweise angepasst und ja, das könnt ihr euch echt mal merken. Also schert nicht unmittelbar von einem LKW ein in die Spur. Also der sieht euch echt teilweise sehr, sehr spät bis gar nicht. So als kleiner Tipp meiner Erfahrung, die ich habe. Vielleicht ist ja auch ein LKW-Fahrer unter euch. Und kann mir das da eventuell auch sogar bestätigen. Alter, jetzt regnet es aber stark hier. Ja, jetzt weiß ich auch, warum wir hier 14 Minuten Zeit haben. Weil man wieder idiotische NPCs am Start hat. Die einfach mal vor einem den Anker rausschmeißen. Mein, ey, freie Fahrt, ich bleib mal stehen. Toll. Jetzt fängt auch noch an, unsere Karosserie orange zu werden. Also die ist auf jeden Fall schon anders grün. Herrlich. Alles wieder unnötige Kosten. Ich meine, gut, okay, die halten sich hier in Grenzen, ne? So. Vollgas, komm hier. Wie lange haben wir noch? 7 Minuten 20. Ja, wie gesagt, ich bin mal echt gespannt jetzt. Also. Ein Blitzer. Ich fahre, als hätte ich gesoffen. Ne? Komm, Digga, fahr. Der konnte sich auch nicht entscheiden. Ja, yeah, eine sinnfreie Ampel. Hier. Yeah. Kein Mensch ist da, aber Hauptsache sie ist rot. Ja, moin. Ja, aber dass sie jetzt hier Regen reingepackt haben, finde ich gut. Also es bringt ein bisschen Abwechslung. Finde ich hervorragend. Wenn jetzt die Straße noch so ein bisschen nass wäre und, ne? You are starting to get out of fuel. Oh. Okay, das haben sie nicht auf Deutsch übersetzt. Gut, okay. Macht nichts. Ach, wir sind ja schon da. Ach, krass. Das ging ja schneller, als ich dachte. Und hier ist auch eine Tankstelle im Beikant. Ja, perfekt. Läuft doch. Also bringen wir erstmal den Anhänger weg, dann gehen wir tanken. So.
So, und jetzt, wie gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir den Hänger jetzt hier abgeliefert haben, ob die Zeit dann anhält. Uiuiui. Uiuiui. Oh. Könnten auch bald wieder schlafen gehen, ne? Ich meine, halb haben wir noch. Das passt noch. So, ach, das ist das hier. Wo wir direkt wieder rechts rein müssen. Guten Tag. Oh, direkt hier vorne. Sehr schön. Komme ich da rum? Toll, ich sehe hier gar nichts. Alter Schwede, wie soll ich den denn da reinkriegen? Das müssen wir nochmal so machen. Ah, der war knapp, aber hat gepasst. Nein, 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 nein. So. Boah, ich bin voll nicht drin, ne? Im Parken. So. Nice. Turn off engine to unlock. Ach, jetzt muss man den Motor abschalten, um den abzukoppeln, oder was? Okay, das haben sie auch neu gemacht. Hole den zweiten. Ach du Scheiße. Okay, jetzt. Gut, das werden wir wohl nicht schaffen. Shit. Ja, Digga, das ist aber bitter. Jetzt haben wir nur noch 4 Minuten. Ja, okay, also. Damn it. Ja gut, das müssen wir sehr wahrscheinlich dann nochmal fahren. Weil in 3 Minuten 50 das Ding hier holen, tanken und dann wieder zurück zum Kraftwerk, das ist wohl nicht mehr schaffbar, würde ich jetzt mal so behaupten. Gut, da habe ich am Anfang dann doch ein bisschen zu sehr rumgetrödelt und die Zeit ist dann doch auch noch ziemlich knapp bemessen, würde ich sagen. Out of fuel, ja, ist jetzt die Frage. Kommen wir noch mit damit zurück? Naja, wir werden es so oder so wohl nicht schaffen, ne, wie es aussieht. Aus dem Grund versuchen wir es. Würde ich behaupten. Nicht bremsen, nicht bremsen, nicht bremsen. Fahr! Oh nein, das wollte ich nicht mal hupen. Der war eng. Puh, knapp. Nee, also das ist nicht mehr machbar. Verdammt, ey, Mist. Okay, die Zeiten sind dann doch noch recht knapp. Gut. Finde ich gut. Einerseits, das, was wir jetzt nicht schaffen, finde ich eher weniger gut. Ja, ist halt so, ne? Was sollen wir machen? Mist. Was Lichter machen. Hm. Ja, genau. Ich fahre aber auch, ne? Das ist echt unglaublich. Gruselig schlecht, wie ich gerade hier fahre, ey. Ich bin voll am Hin- und Herschwanken. Und nein, außer Kaffee habe ich heute noch nichts getrunken. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie trinken würde, wie blöder, aber. Wenn es Abend wäre, dann hätte es sein können, dass man schon mal ein Feierabendbier oder sowas getrunken hat. Aber nein, habe ich nicht. Ah, verdammt! Ich habe noch gedacht, Glück gehabt, ey. Ich hab ihn zu spät gesehen und... nee, es ist doch wieder nicht wahr, ey. Wir schaffen den Auftrag... Also komischerweise, für den haben wir schon 2 Aufträge nicht geschafft. Ne? Das ist auch schon... Ich habe wieder blöde Kackblitzer. Wir waren dran vorbei und da hatte ich gedacht, jo, geil, der hat mich doch nicht gekriegt. Und dann knips. Kam es dann doch. Läpsch. Ja, was auch übelst läpsch ist, also 1 Minute, ja. Leider nein, leider gar nicht.
Ja, gut, okay, das war aber auch am Anfang ziemlich dumm, ne? Also, wo ich gedacht habe, der Anhänger wäre dran, ich fahre los. Gut, dass ich mal in die Außenansicht gegangen bin, sonst wäre ich anscheinend da Bike halt gefahren, hätte gedacht, ja, wo ist denn der Anhänger? Zutrauen würde ich mir das auf jeden Fall. Da bin ich ehrlich. Noch 30 Sekunden. Ach, verdammt, ey. Ach, und nein, Scheiße, wir müssen hier auch noch drehen. Ey, das ist auch Kacke, ne? Ja, okay. Leider nein, leider gar nicht. Mission fehlgeschlagen. Hallo, ich kann nicht bremsen. Verdammt, ey. Ach, das war schon wieder für den Arsch. Was ist hier los? Fahrt ihr hier mal? Ah, Mist, ey. Mann, das regt mich jetzt auf. Entschuldigung. Ja, das ist nur Kaffee. Und hier ist keine Tankstelle in der Nähe, ne? Sehe ich gerade. Das ist natürlich auch wieder ganz anders schlecht. Aber mal so richtig schlecht. Ja, dann, ne, steuern wir die mal an. Alter, was? Wo soll ich langfahren? Nein? Ich kann doch hier geradeaus fahren und dann hier lang fahren, oder nicht? Ach, dann komme ich nicht da runter, oder was? Ich kann aber hier runterfahren. Das ist ein bisschen kürzer. Leute, 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 ey, verdammt, ey, scheiße, was mache ich denn jetzt, ey? Hier ist eine Bushaltestelle, halten wir mal hier an. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass. Ja, Leute, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde jetzt mal zur Tankstelle fahren. Ich beende mal die Folge hier, damit die auch wieder nicht zu lang werden. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr jetzt von der Folgenlänge haltet, ob das so in Ordnung ist und ja, ob das passt. Und dann müssen wir in der nächsten Folge nochmal versuchen, den Auftrag dazu zu schaffen. Aber da mache ich erstmal, glaube ich, einen anderen Auftrag. Da ist schon wieder. Das muss ich mir angucken. Vielleicht fahre ich auch erstmal schnell den LKW reparieren. Mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Und lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.